Alles Gute, Gesundheit, vor allen Dingen Erfolg, ein frohes neues Jahr 2008, auch von mir. Ab jetzt, ab dem 1. Januar, also von dieser Stelle immer die Highlights des TV-Programms. Was läuft um 20:15 Uhr, also zur Primetime, auf den Fernsehkanälen in Deutschland? Ich lege gleich los. Die ARD zeigt um 20:15 Uhr, das ist hier der TV-Tipp in der Einkauf aktuell, die Feuerzangenbowle, die berühmte Komödie mit Heinz Rühmann. Dr. Pfeiffer hat sich in einen vorwitzigen Primaner verwandelt. Seine verrückten Ideen halten die Lehrer, unter ihnen Prof. Grey, in Atem. Auf dem ZDF sieht man um 20:15 Uhr immerhin noch mit 2 Sternen bewertet das Traumschiff, eine deutsche Erstausstrahlung aus dem Jahr 2007, also ganz frisch. Rio de Janeiro. Der Kapitän Paulsen und den Passagieren an Bord der MS Deutschland, unter ihnen Oskar de Navetta, steht eine ereignisreiche Silvesterreise bevor. Auf dem Norddeutschen Rundfunk, NDR, 20:15 Uhr. Bitte sagen Sie jetzt nichts. Ein Abend mit Evelyn Hamann, die beliebte Schauspielerin aus vielen Sketchen mit Loriot und aus Fernsehfilmen bekannt, verstarb Ende Oktober vergangenen Jahres. Ein Rückblick auf ihr Schaffen. Das also heute Abend im DR. RTL hat zu bieten auch eine deutsche Erstausstrahlung, nämlich African Race, die verrückte Jagd nach dem Maracunda. Eine deutsche Komödie aus dem Jahr 2007. Der Archivar Sebastian Hellmann soll einen riesigen Diamanten suchen, auf dem der Kölner Dom ursprünglich ruhte. Nun droht der Einsturz des Domes, also des Kölner Domes. Das klingt auch nicht uninteressant. Sat.1 zeigt ebenfalls einen sehr berühmten Film, nämlich Forrest Gump, aus dem Jahre 94 und mittlerweile auch so etwas wie ein Klassiker. Forrest, ein liebenswerter Naivling, erlebt 3 Jahrzehnte Weltgeschichte. Er macht Karriere als Sportler, Vietnamheld und Unternehmer. Nur das private Glück lässt auf sich warten. Pro7 zeigt Godzilla, ein Fantasy-Film aus dem Jahre 1998 von unserem Mann in Hollywood, Roland Emmerich. Biologe Nick wird nach Tahiti gerufen. Dort wurden Prankenspuren von enormer Größe entdeckt. Ein durch Atomversuche mutiertes Monsterreptil ist unterwegs nach New York. Die kleinen Sender noch, ganz schnell, RTL 2, Jules Vernes, 20.000 Meilen unter dem Meer. Kabel 1 zeigt Rocky 2 mit 3 Sternen hier bewertet, der Boxerfilm aus dem Jahre 1975. Vox zeigt Goodbye Deutschland, die Auswanderer, Teil 1. Neue Folgen, die 3. Staffel der Reportagereihe. Arte zeigt Die Wurzeln des Himmels, ein Abenteuerfilm aus den USA. Super RTL zeigt Ups, die Pannenshow, Neujahrs-Special. Denis Klose präsentiert ein Feuerwerk unglaublicher Silvesterpannen und bietet einen hellseherischen Ausblick auf künftige Missgeschicke. Das zum heutigen Programm. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung und bis morgen.